Stell dir vor, du triffst mit deiner Fußballnationalmannschaft im Halbfinale eines Vorbereitungsturniers auf das Land, in dessen Liga du gerade kickst. Genau gegen dieses Land erzielst du ein Tor und wirfst sie somit aus dem Turnier. Stell dir dann vor, dass dein Verein aus dem Land, das du gerade aus dem Turnier gekegelt hast, urplötzlich deinen Vertrag ohne weitere Gründe auflöst. Das klingt unglaublich und ihr wartet bestimmt jetzt auf das hier? Zitter nicht. Ich habe dir doch nur gesagt, du sollst es dir vorstellen. Aber es ist tatsächlich vor kurzem den algerischen Fußballnationalspieler Youssef Balelli passiert. Youssef Bailely spielte beim Qatar SC in der Qatar Star League und ist dort der Top-Torschütze des Vereins. Am 30. November 2021 wird der 29-jährige Flügelspieler für den Kader der algerischen Nationalmannschaft für den FIFA Arab Cup in Katar nominiert. Der FIFA Arab Cup ist ein Fußballvorbereitungsturnier für die Fußballweltmeisterschaft 2022 in Katar und setzte damit die Tradition des FIFA Konföderationspokals als WM-Vorbereitungsturnier fort. In diesem WM-Vorbereitungsturnier spielen die beiden Nationalmannschaften von Algerien und Gastgeber Katar ein gutes Turnier. Am 15. Dezember trafen beide Nationalmannschaften im Halbfinale aufeinander. In der 59. Spielminute traf Ben Lamri den 1:0-Führungstreffer für Algerien. Es dauerte bis spät in der Nachspielzeit, als Katar den Ausgleichstreffer erzielte. Eigentlich sollten nur 9 Minuten nachgespielt werden. Doch durch eine Verzögerung und eine Überprüfung durch den Videobeweis fiel die Nachspielzeit viel länger aus. Als alle Zuschauer sich schon auf eine Verlängerung eingestellt hatten, gab es in der 17. Minute der Nachspielzeit einen Elfmeter für Algerien. Josef Belayli trat als Elfmeterschütze an, doch der Torhüter parierte zwar den Elfmeter, aber der Nachschuss vom Algeria sitzte, und Katar war somit aus dem Turnier ausgeschieden. Lange konnte sich Belaili nicht über sein entscheidendes Tor gegen Katar freuen, denn der katarische Fußballclub Qatar SC, der Verein, wo Belaili zu dem Zeitpunkt noch unter Vertrag stand, hatte ihn ohne Angaben von Gründen entlassen. Vieles deutet darauf hin, dass Qatar SC nicht für das Ausscheiden von Katar aus dem FIFA Arab Cup erfreut war und weil Belali der Grund für das Ausscheiden von Katar war, hat man ihn einfach entlassen. Andere Gründe könnte es nicht geben. Denn sportlich ist er einer der Leistungsträger des Katar SC und spielt eigentlich jedes Spiel von Anfang an. Aber das Katar auf Moral scheißt, das wissen wir schon längst. Wo man aber den Club aus Katar verteidigen muss, ist, dass sie nicht die ersten waren, die deshalb einen Spieler entlassen haben. Denn nachdem der damals an den AC Perugia ausgeliehene Südkoreaner An Jung-hong in der zweiten Runde der Fußball-Weltmeisterschaft 2002 in Japan und Südkorea das entscheidende Tor gegen Italien erzielte und Südkorea den Einzug in das Viertelfinale ebnete, sagte Perugias Clubpräsident Luciano Cauchi gegenüber der italienischen Sportzeitung Gazzetta dello Sport: folgendes. Ich werde nicht das Gehalt eines Spielers zahlen, der den italienischen Fußball ruiniert hat. Obwohl von Seiten Perugias diese Aussage später zurückgezogen wurde, war das Thema Italien für An Jung-hong damit erledigt. Aber wenn man sich anschaut, was für Scheiße AC Perugia noch so zwischen 2001 und 2003 geleistet hat, ist dieser Vorfall schon die harmloseste. Aber vielleicht mache ich zu dem Verein mein separates Video. Ja, Leute, schreibt mal eure Meinung gerne in die Kommentare. Äh, like das Video, abonniert meinen Kanal. Bis zum nächsten Mal und.